Ja, servus. Seid's auch schon wieder da? Ja, dann könnt man auch loslegen, oder? Servus, herzlich willkommen zurück, du bayerisches Weißwürstel da draußen, vom PC in die Laptop und TV, wieder pünktlich zum 15. Diesmal wieder ein Informationsupdate im Mai. Schön, dass du auch wieder hier dabei sein möchtest. Ja, fangen wir doch einfach an. Wir fangen wieder an mit dem letzten Monat und das ist der April. Ich erzähle euch ja immer gerne, was und wie war der letzte Monat? Und das Ganze ist immer zum Zuhören für euch und die neu dazugekommen sind. Einfach mal lauschen und dann wisst ihr, um was es geht. Das ist ein Info-Update rund um meinen Kanal. Der April war gut. In allen Bereichen war soweit immer alles grün. Die Kommentare waren etwas weniger, aber auch nur so um vom letzten Monat ein paar Prozente. Und ja, auch die Wiedergabedauer, die Wiedergabezeit war im grünen Bereich. Passt soweit alles. Ich habe auch mal vor kurzem geschaut, wie war denn jetzt der gesamte Jahr 2018, vom 1. Januar bis jetzt Mai. Kann man auch so lassen, kann man so stehen lassen. Wird sicherlich dann ab Juni 2017 total ablösen. Und damit bin ich echt zufrieden. Wird wahrscheinlich aber auch mit den ganzen Livestreams zusammenhängen, denn jeder Kommentar, der dort gesetzt wird, oder jeder View, wird natürlich da auch mit reingelegt. Und bei den Livestreams, da geht halt so einiges, ne? Und da kommen auch sehr viele Kommentare raus, ne? Wenn du dann am Ende des Monats 7000 Kommentare hattest, dann denkst du dir, ja, wo kommen die denn her? So viel hatte ich da eigentlich gar nicht, weil es gibt ganz wenige, die fleißig kommentieren unter meinen Videos. Dann sind es wohl die Livestreams, die mich da retten. Also, liebe Livestreams, Dankeschön, dass ihr meinen Kanal so gut unterstützt. Und ja, somit passt es schon. Ja. Fangen wir dann mit was ganz Aktuellem an. Haben wir wieder Let's Plays auf unserem Radarschirm. Let's Plays kommen wieder ab Januar 2000. Ab Januar, sage ich. Ab Juni 2018, dieses Jahr noch, geht's wieder los. Ich habe mir drei Projekte ausgesucht. Eines ist ein Wunschprojekt von der lieben InoriLP. Das zweite ist mir geschenkt worden und das dritte habe ich mir jetzt selber ausgesucht. Das erste Spiel unter der Rubrik Let's Plays, was jetzt kommen wird, das wäre Brothers: A Tale of Two Sons. Ich erzähle euch ja ganz kurz, was darum geht. Das sind zwei Brüder, die auf Abenteuer gehen. Und der Sinn des Ganzen ist, weil der Vater erkrankt. Und die beiden Burschen gehen jetzt in die Welt hinaus, um ein Heilmittel zu finden. Und ob sie das finden werden, das werden wir dann erleben. Dann Last Day of June. Dieses Spiel kenne ich nicht, wurde mir geschenkt und ich habe schon etwas drüber gelesen, kann mir aber darunter nicht wirklich was vorstellen. Ich weiß nur, dass es zwei wichtige Personen geht, ein Junge und ein Mädel. Und da erleben wir einfach die Geschichte und können interagieren und können anscheinend Entscheidungen treffen. Und wie das Ganze mal aussieht, lasse ich mich noch gar nicht so spoilern, sondern möchte ich das selber erleben. Also, Last Day of June, bestimmt sehr interessant und auch sehr gefühlvoll steht drauf, emotional und das passt ja auch zu mir ganz gut. Und das letzte Game, das nennt sich Air. AER. Air. Und ja, da lasse ich mich auch überraschen. Ich habe gelesen, das ist Open World, das ist Third Person
Spiel. Das ist ein Gelegenheitsspiel und einfach auch zum Entspannen. Das ist wie Lost Tree. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig gesagt. The Lost Tree. Das ist mit dem Fuchs, das hat für euch die liebe Nori LP Let's Played. Ist aber was ganz Ruhiges. Und da spielen wir eine junge Frau, die anscheinend etwas erlebt, Abenteuer. Und das sind meine drei Let's Plays, die jetzt halt ab Juni 2018 erscheinen werden, praktisch in 15 Tagen. Ich werde mit Brothers anfangen. So, das war diese Rubrik. Die nächste Rubrik ist kreatives Unterhaltung. Einmal ein Haken ist jetzt drinnen bei Info-Update Mai. Und dann habe ich mir was Neues einfallen lassen. Und wenn ihr jetzt praktisch auf meinen Kanal geht und unter Informations- oder Kanalinformationen reinschaut, dann seht ihr alles nochmal aufgelistet. Dann braucht ihr dieses Video auch nicht unbedingt, aber ich erzähle sowas ganz gern. Und da steht Abonnenten Go. Oder beziehungsweise Abonnenten to Go. Und das soll eine kleine Parodie werden zu Pokémon Go. Und wenn ihr Pokémon Go kennt, dann könnt ihr euch vorstellen, was sich mit Abonnenten Go machen kann oder lässt. Und da möchte ich mich noch ein bisschen inspirieren lassen und werde dahingehend auch mal arbeiten. Ob das wirklich in diesem Monat noch reinkommt oder dann auch schon im Juni, lasst euch einfach überraschen. Genauso wie mit Personas Talk. Meine verschiedenen Personas in mir. Ich habe gesagt, da habe ich technische Probleme, aber ich habe es jetzt momentan auf eine andere Art und Weise gelöst. Das heißt, wir können das aufnehmen. Gut. Und da würde ich auch ganz gerne mal anfangen damit. Ansonsten kommt alles Surprise. Wann es kommt, kommt's einfach. Genau. Ja, und zu der letzten Rubrik Livestreams, das wisst ihr jetzt so mittlerweile. Momentan ist Ori and the Blind Forest dran. Dann machen wir mit Terra Enigma noch weiter. Und dann habe ich so eine Liste wieder unter Kanalinformationen, was als nächstes denn streambar wäre. Da ist eine ganze, ganze Liste. Ist auch einmal Outlast 2 wäre drin. Oder was ist drinnen? Helldivers möchte ich auch mal ganz gerne Let's Playen. Dann noch einmal Half-Life Episode 1 und 2 von Half-Life 2 wäre mit drinnen. Dann Soul Reaver wäre mal drinnen. Darkness 2 wäre drinnen. Wir haben da einiges. Ist das nur schnell, was mir jetzt halt einfällt? Dann Hotel Miami könnte man machen. Dann Memoria 1 und 2. Portal. Risen. Und einige Wimmelbilder. Da kommt einiges. Also streambar ist alles. Und wenn ihr da nochmal einen Wunsch habt, was ich Let's Playen könnte oder streamen könnte, immer gerne unter diesem Video könnt ihr das posten. So, diese ganze Sparte habe ich jetzt abgedeckt. Jetzt wird es langsam wärmer. Habt ihr euch schon einmal den Grill rausgeholt? Habt ihr vielleicht schon mal das erste Bier getrunken? Oder den ersten Saft? Oder ein Limo? Habt ihr eure Fleischsorten schon durchgebraten? Oder die Weißwürste? Wünsche ich euch eine wunderschöne Zeit bis hin zum 15. Juni. Hören und lesen und sehen wir uns wieder. Wünsche euch alles Gute. Ich weiß, ich wiederhole mich. Macht es gut. Bye. Uhuhu. Und fühlt euch informiert.